Simon! Simon! Simon, du musst doch erstmal Einkaufsmusik machen, bevor du Weihnachtsmusik machst. Ja, ich zeig dir das mal, wie das geht. Berlin 33, die Bild-Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung. Neues Deutschland. The New Yorker zu Weihnachten. Ja, Elena Tschernin-Katz aus Usbekistan und Hannover und Sydney. Ich grüße alle Lieben und die Kinder. Ich hoffe, es geht euch gut. Und die Musik hier ist so super. Und die Leute kaufen jetzt hier die Vollmacht für den Krieg wahrscheinlich. Denn daran gebricht es doch. Die Frage ist doch, ob Herr Obama für CO2-Versprechungen in Kopenhagen eine Vollmacht hatte. Die Republikaner in Amerika haben gesagt, dafür hat Obama keine Vollmacht. Also durfte man auch nicht erwarten, dass er Versprechungen macht. Also durfte Frau Merkel nicht erwarten, dass Herr Obama in Kopenhagen Versprechungen macht. Also muss Frau Merkel jetzt nicht enttäuscht sein, sondern sie hat es einfach schlecht gedacht, schlecht vorbereitet. Und wenn sie jetzt sagt, hier, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Hoffnungsschimmer auf dem Gipfeltreffen in Kopenhagen und hier Merkel Ergebnisse von Kopenhagen nicht schlecht reden, dann muss man sie nicht schlecht reden, sondern dann ist einfach das, was Frau Merkel von sich gibt, schlecht. Und dann bin ich jetzt bei meinem Thema, Vollmacht für Afghanistan, Gutenbergs Wahrheit, hier oben steht es, und Herr Gutenberg hat einfach bis jetzt nicht die Wahrheit gesagt, das ist ganz egal, ob er die Unwahrheit geerbt hat oder nicht, und er soll uns verschonen mit seinen Doppelgängern, die jetzt zu ganz anderen Themen der Bundeswehr dauernd uns nerven im Weihnachtsgeschäft. Hier, die Taliban haben immer eine Antwort, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Montag, 21. Dezember, ist also heute, ein Benzinkanister, eine kleine elektrische Zünderanlage, und schon stellt der Afghane seine Rolle um auf Taliban und es knallt und die deutschen Soldaten wissen genau, dass sie dagegen nichts machen können und sie brauchen uns hier nicht großartig zu erklären, dass man dagegen nichts machen kann. Das erwartet keiner, sondern wir haben keine Vollmacht, dort rumzuspielen. Die Frage war, muss Bin Laden in Afghanistan gejagt werden? So, wenn man ihn nun nicht gefunden hat oder nicht kriegt oder nicht finden will, dann heißt das noch lange nicht, dass man nun statt Obama Bin Laden eine Taliban-Militärmacht aufbaut und gegen Pakistan Krieg macht. Das heißt doch überhaupt nicht, dass man Afghanistan aufbauen muss. Bin Laden jagen und Afghanistan aufbauen sind doch zwei völlig verschiedene Geschichten. Wir bauen nicht Afghanistan auf, sondern wir machen Krieg. Und die Rede davon, dass wir eine Verfassungsdiskussion brauchen und so weiter, das ist schon richtig in Bezug auf Krieg. Aber hier handelt es sich um das, was Sie jetzt etikettenschwindelmäßig immer asymmetrische Kampfhandlungen nennen oder so, Asymmetrie, tralala. Als wenn das was Neues wäre. Bürgerkrieg ist älter als Haager Kriegskonvention und normaler militärischer Krieg. Bürgerkrieg ist die älteste Art des Krieges überhaupt. Bürgerkrieg gibt es schon lange. Wir haben in Afghanistan Bürgerkrieg, meinetwegen der orthodoxen Taliban-Muslims gegen die normalen Drogenbauern und Warlords in Afghanistan. Das mag alles sein, es hat aber nichts mit Landaufbauen und Bin Ladenjagen zu tun. Dafür gibt es keine Vollmacht. Und Frankfurter Allgemeine Zeitung schrieb hier am Freitag, KSK Task Force seit 2 Jahren im Kundus. Ich will nur sagen, das ist keine Erfindung von mir, diese Geheimmilitäraktionen, die ohne Vollmacht dort stattfinden. Und hier steht Montag, 14. Dezember, Leiharbeiter. Die Steigerung von Amerika heißt Blackwater. Für jene Iraker, Afghanen und oder Pakistaner, die den Westen noch mehr hassen als die heimischen Extremisten, die vom Sicherheitsunternehmen zum Söldnerverleih mutierte Firma aus North Carolina wurde 2007 nach dem Blutbad von Bagdad des Iraks verwiesen. Doch am Hindukusch mochte sich Amerika von seinen treuesten Verbündeten
Was machen wir dort mit Blackwater? Und hier das neue Deutschland von heute sieht das kritischer und auch zu Kopenhagen sehr nüchtern. Kopenhagener Klimakonferenz endete ohne verbindliches Abkommen. Das ist hier von Montag, dem 21. Dezember, das neue Deutschland. Und dann habe ich hier zwei wichtige Nachrichten noch, die ich in den anderen Zeitungen nicht gefunden habe. Das eine ist folgendes, Seite 8. Nachrichten: bislang größter Militäretat der USA verabschiedet. Der größte Verteidigungshaushalt der Geschichte der USA ist beschlossene Sache. Am Sonnabend gab der Senat in Washington dem 636 Milliarden Dollar Etat seine Zustimmung. Und so weiter. Ich kürze das ab. Und dann habe ich hier zum Kampfeinsatz ermächtigt. Das ist hier dieser Artikel. Der ist Seite 6 im Neuen Deutschland von heute von Norman Pech. Das ist ein älterer Herr, Politiker der Linkspartei. Der hat hier was sehr Vernünftiges gesagt. Ich zitiere kurz, wenn der Untersuchungsausschuss im Januar seine Arbeit aufnimmt, muss er sich hüten, an einer Nebenfrage hängen zu bleiben und die Hauptfrage in Vergessenheit geraten zu lassen. Denn die Informationspolitik einer notorisch undurchsichtigen Regierung ist absolut nebensächlich gegenüber der Frage, was die Bundeswehr in Afghanistan eigentlich treibt und was sie dort treiben darf. So, ich lese es nicht weiter, weil die Zeit wegläuft. Wir sind in einem Kreuzzug. Wir sind mit 42 Weltstaaten im Militäreinsatz in Afghanistan. Es sind alles christliche Länder. Ja, sind wir denn in Deutschland so christlich, dass wir meinen, wir müssen gegen Muslime heißen Krieg machen im fremden Land? Oder was bedeutet das? Ich möchte gerne, dass diese Frage geklärt wird. Das ist das, was uns in Deutschland angeht. Haben wir dem Parlament die Vollmacht gegeben, damit das Parlament der Regierung die Vollmacht gibt, damit die Regierung der Bundeswehr den Vollmacht gibt, die Vollmacht gibt, dass die Bundeswehr der KSK die Vollmacht gibt, dass in Afghanistan statt Obama zu jagen, das Land zerhauen wird und dann wieder aufgebaut wird unter fragwürdigen Vorzeichen. Ich glaube, es ist völlig absurd, das Ganze, und wir müssen dem nachgehen, sonst ist Deutschland nicht nur wirtschaftlich im Abseits, sondern mit der Menschlichkeit auch völlig amoralisch in der Hölle gelandet. Der Obama hat hier Folgendes gesagt, in New Yorker, ich schließe nochmal an das, was ich gestern gesagt habe, Talk of the Town. Er hat gesagt, wir können den Krieg nicht gewinnen. Wir können höchstens versuchen, den Gegner zu schwächen und so gut wie möglich rauszukommen. Jetzt frage ich mich, warum der Herr Jörges vom Stern hier uns erklärt, dass das alles Lüge ist. Hier, die Lügen des Krieges, Herr Jörges. In diesem Krieg sind die Deutschen nun angekommen, Politik wie folgt, nach 8 Jahren der Verharmlosung, Verschleierung und Vertuschung, 8 Jahre, das ist länger als der Zweite Weltkrieg dauerte. Und am Ende kommt der Jörges zu dem tollen Ideengedanken, da glaubt man wirklich, man sieht das Bestechungsgeld für Herrn Jörges aus der Rüstungswirtschaft, wer raus will aus Afghanistan, muss erst richtig reingehen. Meine Güte, ist das super, das ist ja wie beim Sex. Also, liebe Freunde, die Musik zu Weihnachten muss man unterscheiden in die Einkaufsmusik und die Weihnachtsmusik. Und deshalb, ahoi, liebe Piraten!